Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil meiner kleinen Let's Play Serie. Jetzt geht's weiter mit irgendeinem anderen Thema, aber diesen Teil gibt's noch. Wenn ihr die anderen nicht gesehen habt, könnt ihr die auch sehr gerne anschauen. Das ist alles im Rahmen der Playlist im Mittelalter. Also viel Spaß beim Video. Wir sehen uns dann in irgendeinem Livestream oder beim nächsten Tutorial. So, das ziehe ich hier hoch. Also das Dach, was ich hier gemacht habe, das ziehe ich ein bisschen näher ran. Ups. Hier so. Jo. Ah, hier steht noch ein bisschen Schwarzeiche. Blödsinn. Nur Eichenholz raus. Das da passt eigentlich eh. So im Großen und Ganzen. Jetzt wird es Zeit für den runden. Für den runden Erker. Oder ist ein Erker immer rund? Ne, ein Erker ist glaube ich nicht immer rund. Also nicht wissen, was so ein Erker ist, das ist das, was an der Ecke von dem Haus so raussteht. Bei älteren Häusern sieht man es öfters. So, 1, 2, 3. Was war denn hier? Hier noch ein. Ups. 1, 2, 3. Jo, das wird so ein halbrundes Teil, was aus der Hauswand raussteht. Der ist extra andersfarbig, damit er auch hier auffällt. War ja alles voll mit Fichtenholz. Ups, was ist denn hier los? Jetzt das Schwarzeichenholz hier. Und während ich hier den Erker baue, werde ich daneben beginnen, das Dach zu bauen. Ja, ich glaube, es ist hier schon Zeit fürs Dach. Und den Erker werde ich halt einfach ausklammern. Stufe, da brauche ich wieder dann die. Ich nehme einfach, das wird jetzt cool, ich nehme einfach ein anderes Holz. Sehr gefährlich mit mehreren Holzarten gleichzeitig zu bauen, weil, also gefährlich in dem Sinn, dass es halt nicht gut aussieht, aber kann natürlich auch genau das Gegenteil bewirken. Ich habe jetzt wie viele Holzarten? 3 Holzarten inklusive Stämme. Das einzige, was ich nicht verwendet habe, sind Fichtenstämme. Und da ist mir so leid drum, weil ich mag Fichtenstämme. Ich habe dann noch eine bessere Idee, wie man es machen kann. Also entweder ich mache so ein schräges Dach oder ich mache so. Nee, ich glaube, der Zug ist jetzt schon abgefahren. Ich wollte mir so richtig schöne Stufen drauf machen, aber wie gesagt, das kann man halt vergessen, wenn man das halt hier schon so gut wie fertig hat. Daneben das Grundstück, das kaufe ich mir wahrscheinlich. Ist ja das Citybild von Yassi. Spiele ich sehr gern drauf. Und da baue ich halt auch meine ganzen Sachen. Also meine ganzen Bauwerke. Finden sich auf dem Citybild hier und auch das meiste, was hier so rumsteht, ist ebenfalls von mir. Das ist auch von mir, aber das ist eines meiner ersten Gebäude, die sind halt noch, ja, das waren so meine ersten Berührungen mit mittelalterlichem Baustil. So, ja. Gut, wie mache ich denn das jetzt? Ich ziehe. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, wie das hier weitergeht. Egal, ich riskiere es. Ich werde hier Treppen ransetzen und diesen Erker hier ein bisschen ausbauen. So, hier. Quatsch, was für ein Erker, was rede ich denn? Diese Seite werde ich ein bisschen höher bauen. So wie so einen kleinen Turm, kann man so sagen. Okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Fällt mir gerade auf. Egal. Jetzt ist schon zu spät. Jetzt muss ich das halt durchziehen. Es ist immer wieder so ein Korrigieren. Also ich weiß nicht, wie das andere Bilder handhaben, aber ich glaube, dass man da immer wieder was korrigiert. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit euer Gebäude umbaut, dann ist es eigentlich was sehr Positives und nichts Negatives, würde ich jetzt sagen. Und ich würde jetzt sagen, dass das jetzt nicht so fürchterlich aussieht, dass ich da jetzt so baue. Es sieht vielleicht nicht so ganz hübsch aus, weil ich da so Freestyle-mäßig da unterwegs bin und einfach drauf losbaue in einem Let's Play. Da kann halt Fehler passieren. Das ist ja auch der Sinn davon, dass es nicht ganz perfekt ist, glaube ich. Weil wenn man das zu 100% perfekt ist, dann sollte man vielleicht kein Let's Play schauen. Let's Play sollte ja so Spaß machen und unterhaltend sein. So. Wieso habe ich denn das um alles in der Welt hier hingebaut? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Und hier nehme ich dann ausnahmsweise wirklich
wirklich mal. Ups, was mache ich denn da jetzt? Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. So, jetzt baue ich das hier so hin. Und hier mache ich dann die Ecke oben. Kleine Dinge hin. Gut, das wäre dann das zweite Dach, was da so rangeht. Und jetzt der alles entscheidende Erker, der das Ganze, der das als einziges noch retten kann. Ja. Schauen wir mal, ob er noch was rettet oder eher nicht so. Okay, das ist definitiv mal das falsche Holz dafür. Für eine Rettung. Brauchen wir das Fichtenholz. Und das so lassen. Ah nee, das machen wir ganz schnell wieder weg. Das sieht richtig, richtig schlimm aus. Der Erker, ja, kann man jetzt so stehen lassen. Aber ich habe noch eine Idee, was ich drauf machen könnte, was das Ganze noch ein bisschen, ja, zu retten ist da glaube ich nichts mehr. Aber Zaun. Rote Wolle. Mauer. Okay. Kann das so lassen? Ja. Speed 1. Also ich glaube, wenn man da eine eigene Flagge hat. Das ist dann so ein richtig geiler Flex. So, hier geht das so rüber. Sieht doch gut aus, oder? Ich finde, das sieht hervorragend aus. Gut, okay, so schlimm sieht das Haus gar nicht aus. So schlimm sieht es gar nicht aus. Sieht ein bisschen eigenartig aus, ja. Aber eigenartig ist einzigartig. Nee, ist nicht, aber es hört sich so ähnlich an. Ich bin aber trotzdem, ich bin ziemlich zufrieden damit. Ich weiß ja nicht, wie es euch gefällt. Eine Einrichtung fehlt noch, das ist klar. Fehlt noch einiges. Aber das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Ich würde einfach alles hier so voll machen damit. Ups. Und ich bin ausgekommen damit, ohne dass ich Stein verwende. Das ist was Gutes. Zur Info. Also, es ist jetzt nichts Gutes, wenn man keinen Stein verwendet, sondern weil ich mir halt vorgenommen habe und halt mich daran gehalten habe. Das finde ich cool. So, Fackeln. Jetzt geht's wieder los mit Ausleuchten. Habe ich die untere Etage überhaupt ausgeleuchtet? Ne, ich glaube, das habe ich vergessen. Hier so ein bisschen, hier so ein bisschen. Und so ist das gleich von oben runter, weil ich jetzt irgendwie zu faul bin, das ordentlich zu machen. Ne, da oben ist ja sowieso nichts, da kann man ja eh nicht drauf. Deshalb ist eh egal. Okay, da könnte man natürlich schon irgendwie ein Geheimversteck oder so reinmachen. Aber nicht dieses Mal. Ist ja nur ein einfaches Häuschen. Das muss man jetzt nicht so ganz übertrieben machen. Gut. Jetzt brauchen wir noch, wie heißt nochmal, Falltüren. Den Feinschliff noch. Hier so ein bisschen so dran. Ein paar Falltüren hin. Dort die Uhr, wo die Holzblöcke sich dann hier überlappen oder eben auch nicht. So, hier überall. Gut. Bin ich ganz zufrieden damit. So, hier noch. Das sind schon richtig viele. Ein bisschen drauf. Das war eine coole Idee, was ich machen könnte. Ich würde euch jetzt leider nicht vom Auge hauen. Ich will einfach nur einen speziellen Blumenstock da hinsetzen. Ich finde Blumenstöcke richtig cool in Minecraft. Und hier unten noch ein bisschen.
hier so ein paar hinsetzen und ja, auch noch ein bisschen. So. Ach, das habe ich vergessen. Ups. Und hier oben? Habe ich hier oben was vergessen? Ja. Mal schauen, habe ich alles? Sieht gut aus. Ah, hier ist noch einer. Da. Jetzt ein Blumenstock. Oder Blumenvase, wie heißt denn? Blumentopf, Entschuldigung, nicht Blumenstock. Was ist ein Blumenstock überhaupt? Das ist ein richtiges Wort. Kaktus. Das könnte man aber zum Bauen irgendwie so. Ah, echt jetzt? Hier so rot. Hier so ein Blümchen rein und hier so ein Blümchen. Vielleicht auch kein Blümchen, sondern ein Setzling. Hier so ein Bonsai. Und jetzt, zu guter Letzt, mache ich den noch das Dach ordentlich zu. Hier sieht man eh nicht drauf, zum Glück. Und dann fehlt noch. Ein ganz wichtiges Element, nämlich der Betonabzug. Jetzt ist nochmal Schornstein. So, der Kamin. Okay, wo weht denn da der Wind hin? So, keine Ahnung. Ein bisschen so rüber, Flagge weht ja auch rüber. Gut, das war's jetzt auch eigentlich schon. Im Prinzip erstmalig ein Video, was über mehrere Teile geht, ich weiß. Aber so als Let's Play. War das eigentlich für mich was lustig? Würde mich freuen, wenn es euch auch gefallen hat. Schreibt es auch in die Kommentare, ob ihr mehr sowas wollt. Ob euch das grundsätzlich interessiert. Könnt ihr ganz offen und ehrlich sein, denn wenn es euch nicht interessiert, dann produziere ich solche Videos auch nicht. Das Ganze gehört natürlich zur Playlist Mittelalter. Ist ja auch ein mittelalterliches Gebäude. Aber ja. Da gibt es natürlich in der Regel Tutorials und so. Das war eigentlich eine Ausnahme, dass ich ein Let's Play aufgenommen habe, weil mir halt gerade so danach war. Ein Tutorial wollte ich eigentlich nicht machen. Das hier ist das Gebäude. Ich finde, das ist letztendlich dann doch ganz hübsch geworden. Man kann hier mit Bannern noch irgendwie was richten. Also es gibt ja super schöne Bannermuster. Und auch wenn man die nur so einfärbt, kann man hier was Nettes draus machen. Also ich glaube, für eine Timelapse reicht es nicht ganz, aber so als Let's Play war es cool. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich eingehen soll, einfach in die Kommentare. Ich gehe wie immer sehr gerne darauf ein. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Ob ich es zu 100% bauen kann, das kann ich halt nicht garantieren, weil ich habe auch schon einen Kommentar bekommen, dass ich irgendwie den Petersdom bauen kann. Ich hatte eigentlich schon super Lust drauf, aber das dauert hunderte Stunden und die Zeit habe ich halt leider nicht. Erst recht nicht, wenn ich irgendwie jeden Tag probiere, ein Video hochzuladen. Das werde ich, vielleicht wechsle ich auch darauf, dass ich jeden zweiten Tag ein Video hochladen werde und dafür die Tage dazwischen mit Livestreams befülle, weil das ist einfacher zu machen und vielleicht lasse ich die sogar am Kanal, obwohl ich das jetzt eigentlich nicht so will. Da muss ich noch schauen, ob wie ich mich dazu entschließe. Das wird eher so kurzfristig sein und ja, in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.